Diese Aufnahmen des jungen Wilfried Brandhoff dokumentieren eine Plettenberger Jugend in der nationalsozialistischen Zeit. Wilfried, ein Junge aus gutem Hause, Sohn des Mutternfabrikanten Heinrich Brandhoff von der Herscheider Straße. Dieses eingeblendete Foto zeigt die Firma Brandhoff am Mühlendamm. Dank seines Elternhauses genoss Wilfried eine unbeschwerte Jugend. Entlang der Lohmühle auf dem Weg zur Schule. In der Martin-Luther-Schule wurde er 8 Schuljahre lang aufs Leben vorbereitet. Auch Stiesel Weber war von den Fähigkeiten des jungen Wilfried begeistert. Ein Schuljahr war erfolgreich beendet. Ab in die großen Ferien. Familie Brandhoff reiste regelmäßig im Sommer an die Ostsee nach Timmendorf. Ihre Herberge war das sehr komfortable Hotel am Meer. Auch im Urlaub ein Gruß aus der Heimat. Wenn der Vater mit dem Sohne einmal rudern geht. Auch damals ging der Urlaub viel zu schnell vorüber. Sehr gerne half Wilfried den Bauern aus Warbollen beim Einkellnern der frischen Kartoffeln. Und diese beiden wunschlos glücklich. Wilfried freut sich aufs Abendbrot. Eine Scheibe Brot, dick mit Butter bestrichen und Schinken belegt und dazu von Mutter Anna frische Bratkartoffeln. Zusammen mit seinem Vetter Gerd Negetit früher Morgen raus aus den Federn. Eilig holte Wilfried Wilhelm und Johanna Bätzl aus ihrem Laden. Es gab jede Menge Neues zu erleben. Schon wieder einmal die Wehrmacht auf dem Weg durch unser Plettenberg. Eine schicke Uniform für Wilfried als Hitlerjunge. Als der Führer den Reichskriegertag in Kassel genoss, beendete Wilfried seine Schulzeit. Eine Gratulantin aus der Nachbarschaft. Mit seinem Hund Lumpi genoss Wilfried die herrlichen Wintertage in unserer Stadt. Wilfried beim Skilaufen mit Hans Kruse, Alex Alloff und Helmut Thomé. Gerd Flügge auf dem Arm seiner Mutter. Als direkter Nachbar konnte Wilfried seine ersten Gehversuche mitverfolgen. Was für ein fescher Bursche!
Wilfried war 17 und baute mit seinem Vater Heinrich einen neuen Hasenstall. Dann wurde auch er abgeholt, um seinen Beitrag zur Verteidigung des Vaterlandes zu leisten. Kriegseinsätze führten ihn bis ins tief verschneite, eiskalte Russland. Der Nachschub aus Deutschland dauerte oft sehr, sehr lange, sodass unsere Frontsoldaten oft auf sich alleine gestellt waren. Tage, wochenlang oft ohne ausreichende Verpflegung und Munition. Und das in so einem Winter. Trotz der Kriegswirren lief das Leben in Plettenberg einigermaßen ruhig und gelassen weiter. Eines Morgens setzte sich Vater Heinrich Brandhoff mit der Tageszeitung vor sein Haus und sah, wie sein 18-jähriger Sohn Wilfried aus Russland zurückkam. Der linke Unterschenkel war ihm abgefroren und amputiert worden. Einige Zeit später waren die ersten Kriegswunden verheilt. Als junger Werkzeugmacher im Betrieb seines Vaters lernte er die junge Annemarie Bayer aus dem Erzgebirge kennen und lieben. Am 1. August 1947 führte er sie zum Traualtar in die Böhler Kirche. Wilfried und Annemarie Brandhoff blieben sich und ihrer Heimatstadt ein Leben lang treu.